Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Wir sind auf dem Mond, um noch so mit die letzten Sterne zu holen. Und den Part wollen wir anfangen mit dem Cooper-Rennen. Um genau zu sein, das letzte Cooper-Rennen, was uns generell noch fehlt. Erstmal das Standardrennen und danach das Profi-Rennen. Und ich denke mal, der Parcours, der ist auch ganz leicht. Am Ende noch ein bisschen Wandsprung-Action. Ja doch, ich denke mal, das Cooper-Rennen wird es noch ganz einfach werden. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie viele Monde wir generell heute noch zu holen haben. Da bin ich mal sehr doll gespannt, was das für Monde sein werden, wie schnell wir durchkommen werden und ob der nächste Part schon der letzte Part wird. Okay, das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Neuer Versuch. sagte ich, es wird einfach? Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so eine große Schlucht dazwischen ist. Aber ist okay. Ist okay. Dann steuere ich lieber erstmal die linke Seite an, so ein bisschen. Und zwar da diese Plattform. Ich glaube, das ist ein bisschen klüger, das zu machen. So. Weil ganz rüber schaffe ich es dementsprechend leider nicht. Aber gut, jetzt bin ich hier. Gut, dann können wir aber ja diese Blumen hier verwenden. Wenn es die schon hier gibt, dann nutze ich die natürlich auch. Muss man ja auch irgendwie dann nutzen. Ist ja klar. So, hier ist eine weitere Blume. Hier ist noch eine Blume. Problem ist, dass ich nicht weiter, also nicht so hoch springen kann mit der Blume. Das kostet dann natürlich Zeit. Daher ist die Frage, soll ich dann beim Profirennen gleich die Blumen wieder verwenden oder eher nicht? Ich glaube, das werden wir dann gleich beim Profirennen spontan entscheiden. Jetzt haben wir das erstmal geschafft. Wenigstens noch unter einer Minute, das ist sehr, sehr nett. Und neuer Rekord. Ja, gut, war auch unser erstes Rennen. Dadurch neuer Rekord. Ja, ist klar. Und dann jetzt noch das Profirennen. Mal gucken, wie das jetzt so wird. Bin ich gespannt. So, her damit. Könnte auf jeden Fall schwieriger werden. Gerade am Ende, soll ich die Blumen verwenden oder eher nicht? Das ist die große Frage. Aber andererseits, kann ich die irgendwie abbrechen, die Blumen? Ja, werden wir gleich herausfinden. Nee, das war jetzt gar nicht gut. Aber wir können jetzt wieder ein bisschen aufholen, hoffe ich. Immer ein bisschen die Hoffnung behalten. Und gucken auch, wo der goldene Cooper so lang macht. Das kann auch hier und da helfen. Boah, das war ein bisschen knapp gerade, muss man sagen. So, gut. Dann zu dieser Blume. Irgendwer hat einen Fehler gemacht, habe ich gehört. Gut. Dann hier so rüber. Komm, nehmen wir nur die eine Blume. Nur die eine Blume. Genau, vielleicht ist das so ein bisschen die Lösung. Wann ist die jetzt hier vorbei? Ich kann hier hochspringen. Ja, ich glaube, das ist die Lösung, nur eine Blume zu nehmen. Dann hier hin. Und jetzt hier in Wandsprung. Ich glaube, der goldene Cooper kann uns jetzt hier nichts mehr anhaben. Nee. Wir haben auch einen neuen Rekord bekommen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Ein X haben wir jetzt noch auf der Karte. Also ein Mond ist noch übrig von den 9 Monden, die wir durch den Mondstein bekommen haben. Und mal gucken, was da so auf uns wartet. Wüsste ich jetzt nämlich nicht, was das da noch hinten sein soll. Und zwar da hinten. Genau da an der Ecke. Ach so, das hatten wir ja schon mal gesehen. Was ist denn das? Ich kann nicht erkennen, was... Ist das ein Außerirdischer? Das ist ein UFO. Aha. So ähnlich wie der Vogel im Bowser's Land letztens. Müssen wir uns hier jetzt auch anschleichen. Würde ich mal schätzen. Warte, wenn man so geht, dann ist man auf jeden Fall langsam. Dann kann man sich erstmal anschleichen. Vielleicht so weit und dann... Ah, das ist nicht... Okay, ich muss weiter ran. Dann nochmal weg und nochmal hin. So, bewegen wir uns erstmal ganz langsam daran. Aber ist ja cool. Ein UFO mit einer Pflanze drin? Erinnert mich an diesen einen Boss. So, jetzt aber reicht es. Ja, sehr schön. Erinnert mich an den einen Boss aus dem Forstland. Geheimnisvolles Flugobjekt. Ja, nice. Gut, da sind wir jetzt erstmal soweit durch. Das heißt, jetzt können wir mal zum Vogel mal gehen und mal Monde
mal die Titel herausfinden. Es sind jetzt insgesamt noch genau 9 Monde übrig. Mal gucken, was wir hier noch so alles haben. Und zwar Loch in der Lava? Okay. Dann haben wir noch Tic-Tac-Turnier 1 fehlt noch. Okay. Da gab es, glaube ich, bei der Kirsche noch ein Tic-Tac-Turnier. Und klarer Fall für Dr. Mario? Wahrscheinlich muss ich noch irgendwie ihn mal ansprechen, dass der irgendwie ein Dr. Mario-Outfit sehen möchte. Die Frage ist nur, wer und wo ist derjenige? Vielleicht bei den Leuten da hinten? Aber wiederum, nee. Vielleicht könnte auch in der Kirche noch jemand sein. Obwohl du ja immer noch sprichst, aber das hat nichts zu bedeuten. Sonst, ihr seid auch nur so am Reden, ja. Ich halte fest, 32% mehr blau als grün. Ja, moin. Okay, gut. Ich meine, hier war irgendwie ein Tic-Tac-Turnier, aber anscheinend irre ich mich da gerade. Ja, anscheinend irre ich mich. Oder dort oben. Und wo soll vielleicht Lava sein? Hier ist auch kein Tic-Tac-Turnier. Wo könnte Lava überhaupt sein? Oder könnte es sein, dass wir noch einen Subraum offen haben? Zumindest nicht mit der Lava. Kann möglich sein, dass noch irgendwo ein Subraum ist, aber... Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Kirche hinein. Weil da kann natürlich auch nochmal ein Boss... nicht ein Bosskampf sein. Da war damals ein Bosskampf. Ah, da könnte dementsprechend auch noch ein Charakter oder so sein, der mit uns reden möchte. Nicht, ich habe aber trotzdem ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie der feine Boss jetzt hier losgeht. Aber ich glaube, nein. Hier sind Gemälde. Aha, aha. Du redest, du redest. Dieses Porträt habe ich schon mal gesehen. Okay. Da sollte ein Gemälde hängen, oder? Ja, eigentlich ja. Kann ich da dann rein in dieses Gemälde? Könnte ich rein, theoretisch. Aber ich glaube, da gibt es den Bosskampf nochmal. Ach, hier ist ein... Da ist das Bild des Landes. Okay, im Forstland. Da werden wir noch vorbeischauen. Wow. Schön, Mario. Sehr, sehr schön. Und dann könnte vielleicht einer von euch einen Dr. Mario haben wollen oder so. Ich habe mir einen Baum mit Kuchen und Häppchen vorgeschlagen. Jetzt ist mir leicht Blümerand. Ist ein Doktor anwesend? Ja, er ist derjenige. Du siehst so gar nicht danach aus, wonach ich suche, Schnurzbärt hier. Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Doktor. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Ich möchte mich noch ein bisschen final hier umsehen, aber ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, außer das Geld. Gut, dann werde ich mal kurz Doktor-Outfit anziehen. Übrigens, die Odyssey, die ist ja jetzt vollständig, so gesehen. Wir haben ja alles für die lila Münzen gekauft, was man kaufen kann. Und so sieht jetzt die Odyssey aus. So, der Doktor. Wir hatten doch schon mal ein Doktor-Outfit, oder nicht? Glaube ich zumindest, oder? Oder muss ich noch Dr. Outfit kaufen? Kann sein, dass ich das... sieht so aus, als müsste ich das noch kaufen. Dann kaufe ich das noch. So, und zwar hier bei diesem Shop hier. Den Mond des Landes haben wir auch noch gar nicht geholt, sehe ich gerade, oder? Auf jeden Fall... Haben wir den geholt? Nee, den haben wir noch nicht geholt. Kaufen wir einen mal. Das ist der Mond des Landes hier. Genau. Weil wir damals hier auch nicht shoppen konnten, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube fast ja. Gut. Dr. Mario, hier. Das hier ist doch Dr. Outfit. Genau. Ziehen wir direkt auch mal an. Dann muss ich mich jetzt von meinem Raumanzug leider verabschieden. Aber es ist okay so. Das ist dann so. Kann ich mit leben. Und dann ziehen wir uns um. Wunderbar. Und dann, ja, beerben wir uns dich vielleicht später. Vielleicht auch, aber auch nicht. So, Mario ist Dr. Mario. So, ein Doktor ist gefragt, habe ich gehört. Ist ein Doktor anwesend? Du siehst von Kopf bis Fuß aus wie ein Doktor. Ich habe schon auf dich gewartet. Bitte untersuch mich schnell. Bist du fertig? Vielen Dank. Bitte nimm dies als Vergütung entgegen. Ich habe doch noch gar nichts gemacht, aber okay. Aber okay. Der Mond gehört uns. Da hinten. Da ist ein Tic-Tac-Turnier. Das könnte das Fehlende eventuell sein. Gucken wir mal, ob es das richtige Tic-Tac-Turnier ist. Ja, tatsächlich ja. Och, du Heilige. Ach, du Heilige. Da müssen die Weitsprünge aber sitzen. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Man hat einen guten Spielraum. Das passt. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich hier nur noch weg. Dann haben wir auch diesen Mond geholt und dann kann ich wieder mal zum Vogel gehen. So, was gibt es denn noch für Monde? Flug zur Schatztruhe und zurück. Okay, Schatztruhe. Und...
Mit Mondlandkunst gefunden. Okay, das hat... Warte, warte. Wie sieht's denn jetzt generell bei unserem Mond aus? Wir haben ein Loch in der Lavaflug zur Schatztruhe. Achso, okay. Okay, Mondlandkunst, das fehlt ja dann auch noch. Okay, kümmern wir uns mal um Flug zur Schatztruhe und zurück. Das könnte was sein. Wir haben eine Schatztruhe irgendwo. Oder habe ich irgendwo gesehen? Da hinten. Aber ich glaube, diese Schatztruhe da hinten, da wo gerade Marios Kopf war, hier, ich glaube, die haben wir schon geholt. Ich kann da gerne nochmal nachschauen. Mal gucken, ob ich da was finde. Oder waren wir... Doch, hier waren wir schon. Hier waren wir schon, ja. Meine Befürchtungen legen nahe, dass wir hier drinnen noch was haben. Das war ja damals dieses Gebiet mit diesen ganz vielen Verwandlungen, mit der Lava, all sowas. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch mindestens einen Mond. Und das würde auch zum Beispiel... Stimmt, hier ist... Wie gesagt, hier ist ja Lava, stimmt. Das heißt, hier Loch in der Lava müssen wir uns umsehen. Und dann gab es da oben ja auch irgendwie was. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir da irgendwie weit... Oder wie wir überhaupt dann überall hinkommen. Das ist da eine sehr gute Frage. So, von hier aus kann ich mich zumindest erstmal da oben umsehen. Da ist dieses Loch dort oben. Da muss ich irgendwie hinkommen. Die Frage ist nur, wie tue ich das? Und um ehrlich zu sein, ich weiß noch nicht die Antwort. Ich weiß, ich konnte mich in diesen Bowser verwandeln. Das hatten wir aber schon gemacht. Gab es einen Stern für, allerdings ja, ist das schon ein bisschen her. Das haben wir, wie gesagt, schon gemacht. Ich werde mich mal als Knochentrocken noch mal ein bisschen hier umsehen. Loch in der Lava. Vielleicht müssen wir irgendwo einen Lavafleck finden oder irgendwie so. Das Problem ist, das Steuern ist richtig eklig. Ich muss B die ganze Zeit drücken, aber auch mit dem rechten Stick mich umsehen. Das ist leider nicht gerade einfach. Ja. Gucken wir mal, was draus wird. Da, da ist ein Loch in der Lava. Da ist ein Loch in der Lava. So, jetzt ist mein Knochentrocken hier weg. Ich bin jetzt hier hinter der Passage mit diesen Panzern hier. Und da ist ein Loch in der Lava. Da können wir rein. Okay. Und hier ist ein Schlüssel, weil es dort oben auch ein Schlüsselloch gibt. Ich glaube, das Schlüsselloch hatte ich damals gesehen, aber ich wusste halt nicht, woher ich den Schlüssel bekomme. Okay, haben wir das schon mal erledigt. Nice. Allerdings war es das noch nicht. Das war es bestimmt noch nicht. Wo ist denn jetzt hier der Mond? Da ist der Mond. Ich gehe einfach mal hier weiter ab. Sorry, dass ich dann hier jetzt auch trotzdem schneide, weil es ist hier so ein langer Weg. Da jetzt alles hier drinnen zu lassen, macht eher weniger Sinn. Plan. Ich habe einen Plan. Und zwar, den Kugelwilli nehmen und jetzt dort hinten hin. Schütteln zum Beschleunigen. Da muss ich irgendwie hin. Da ist eine Truhe. Aber ob es reicht, weiß ich nicht. Doch, es reicht. Es reicht. Es reicht tatsächlich und hier ist eine Truhe. Ist das die Truhe von unserem Mond, den wir per Tipp bekommen haben? Flug zur Schatztruhe und so. Ja, tatsächlich. Okay. Gut, irgendwie muss es ja hier hinkommen und ich habe nur darauf gewartet, dass wir irgendwie auf Kugelwillis oder so treffen. Okay. Ich weiß nicht, gibt es hier noch mehr Monde? Ich mache hier einfach mal weiter. Okay, da gab es zumindest, habe ich nichts weiteres gesehen. Also ich glaube, da gibt es auch nichts weiteres. Mal gucken, was es hier so noch gibt. Auf der Kanone. Wo gibt es hier eine Kanone? Und sonst? Rollfels auf dem Mond. Ah, Rollfels noch. Aber wo ist denn eine Kanone? Warte, nicht doch, doch da, wo ich gerade überall war, wo wir mit dem Kugelwilli gerade weggeflogen sind. Vielleicht doch da irgendwie auf einer Kanone drauf. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo noch eine Kanone ist. Und irgendwo muss ein Rollfels sein. Ich glaube, ich suche mal den Rollfels. Oh, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Das Problem am Mond ist natürlich, dass wir aufpassen, wo wir den hinschleudern. Der darf natürlich nicht runterfallen. Haben wir ja erst letztens im Ruinenland ausprobiert, so gesehen ein Rollfels runterzuschmeißen. Hat nicht gut funktioniert und hier ist natürlich die Gravitationskraft geringer. Dadurch, ja, ist natürlich, fliegt der Stein auch weiter, wo ich dann sehr doll aufpassen muss. Aber ich hoffe mal, der ist schnell durchbrochen. Ja, wunderbar, den haben wir. Und jetzt werde ich mich wieder dort bei den Kugelwillis umsehen, weil sonst wüsste ich nicht, wo hier irgendwie Raketen oder so sein sollten. Okay, gucken wir mal, ob ich hier irgendwie was finde. Aber das ist trotzdem eine sehr gute Frage. Vielleicht direkt auf dieser Kanone hier drauf. Gucken wir mal einfach mal, ob hier irgendwie was ist. Es leuchtet zumindest nichts. Wo gibt es noch Kanonen? Da hinten gibt es welche. Es gibt kleine Kanonen, es gibt große Kanonen. Da hinten ist der Weg, der dann weiterführt, würde ich mal schätzen.
Ja, genau, das ist der Weg, wo es dann weitergeht. Uff. Gut, dann holen wir uns mal einen Kugelwilli und dann werden wir mal andere Raketen oder Kanonen uns angucken. Aber die kleinen werden es, denke ich mal, nicht sein. Ne, die kleinen sind es nicht. Aber vielleicht die großen. Nein, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie es sollte. Das ist echt nicht gelaufen, so wie es sollte. Ach Mann. Eigentlich sollte er gar nicht mehr in den Kugelwilli nochmal reingehen. Ach Mann. Ein Glück gab es am Anfang der Kugelwilli-Passage direkt einen Checkpoint. So wollte ich das nämlich machen. Dann gucken wir mal. Ja! Juhu! Yes! Das war ja mal sehr, sehr schön. Gut, der letzte unbekannte Mond hier ist... Der wird nicht angezeigt. Oder habe ich den schon gefunden? Nee, der wird mir gerade noch nicht angezeigt. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um die Kunstaufgabe. Dann sind wir soweit erstmal hier durch. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit fortgeschritten der Part ist. Ich würde sagen, wir packen jetzt die ganzen Monde hier erstmal natürlich rein. Das letzte Mal, dass wir überhaupt so viele Monde hier in die Odyssey reinpacken. Obwohl, stimmt nicht. Im Pilzkönigreich, wenn wir mit Toadette gesprochen haben. Da gibt es natürlich dann nochmal eine ganze Menge Monde. Das wird aber alles im nächsten Part gemacht. Wir gehen jetzt zum Forstland, denn da gibt es ja noch diese Kunstaufgabe. So, Forstland ist hier. Und im nächsten Part kümmern wir uns um die Taxi-Aufgaben. Es gibt ja einige Taxi-Aufgaben, wo wir verschiedene Welten bereisen müssen. Das ist zum Beispiel hier, denke ich mal, auch eine Aufgabe mit einem Taxi irgendwie was, dass wir dann Typen ansprechen müssen. Allerdings müssen wir dafür erstmal die Aufgabe in einem anderen Land machen, damit das dann in einem anderen Land freigeschaltet wird. Das ist halt da so das, die Sache dabei. Und ja, sonst haben wir ja noch das eine Outfit mit einem Astronauten-Outfit. Okay, da müssen wir dahin. Das müssen wir auch noch machen. Vielleicht machen wir das mit einem Astronauten-Outfit noch in diesem Part. Gucken wir mal. So, ich werde jetzt erstmal kurz diese Stelle hier suchen. Und zwar sehen wir ja auf der Karte ein Tic-Tac-Turnier. Und es gibt in diesem Land, da gab es damals zwei verschiedene Tic-Tac-Turniere. Wenn ich das hier jetzt richtig sehe. Genau, Tic-Tac-Turnier 1 und 2. Dort oben das Tic-Tac-Turnier, da war ich gerade, das ist nicht das, was auf dem Bild abgebildet ist. Und dann gibt es noch Tic-Tac-Turnier 2. Oder gab es noch ein Tic-Tac-Turnier? Es gab noch ein drittes. Ah, es gab noch ein drittes und zwar an der Stelle. Ich bin jetzt hier erstmal, weil hier soll irgendwie auch ein Tic-Tac-Turnier gewesen sein. Allerdings weiß ich jetzt aktuell gerade noch nicht ganz genau wo. Gucken wir mal, vielleicht hier unten. Das könnte möglich sein. Hier gab es keines. Hier gab es keines. Oder vielleicht hier draußen, das kann natürlich sein. Ich sehe hier nichts. Das ist natürlich doof. Okay, hier ist das Tic-Tac-Turnier 3 und das ist es eindeutig nicht. Das muss das Tic-Tac-Turnier 2 sein, was ich leider gerade immer noch nicht finde. Also, das ist wie verhext, obwohl ich das auf der Karte sehe, wo das sein soll. Ja, es ist trotzdem wie verhext. Ach komm, Mario. Ich möchte jetzt hier zum Aussichtsdeck, weil ja kann ich von ganz oben mal runter sehen und vielleicht hilft mir das irgendwie. Vielleicht aber auch nicht. Gucken wir mal, ob das mir vielleicht hilft. Ansonsten, ja. Und ich glaube, das mit dem Astronauten-Outfit und so, das machen wir dann auch alles im nächsten Part. Das passt dann besser im nächsten Part nämlich noch rein. So, und hier muss ja irgendwie, laut Karte war das hier der Ort, wo der das Tic-Tac-Turnier irgendwie ist. Und jetzt gucken wir mal nochmal kurz die Liste an. Tic-Tac-Turnier 2. Das ist nämlich hier. Und jetzt hier auf dieser rechten Seite. Also ungefähr hinter Mario. Hier vielleicht hier unten? Das, nee, da doch nicht, oder? Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Aber die Musik ist halt mega episch. Ja gut, jetzt bin ich hier wieder. Da bin ich auf jeden Fall falsch. So, gucken wir mal hier. Ja, ich bin auf der richtigen Höhe. Hier bin ich auf der richtigen Höhe. Was ist doch nicht bei diesen Robo-Dingern da gewesen? Das, nein. Warte, doch. Jetzt bin ich aber sehr... Hier ist das Tic-Tac-Turnier. Jetzt habe ich alle drei besucht und das hier ist es auf jeden Fall nicht. So, Tic-Tac-Turnier 1 ist das hier. Aber, hä? Nee, das ist es ja natürlich auch nicht. Oder sind wir überhaupt im Forstland? Ja, wir sind im Forstland. Wir sind auf jeden Fall im Forstland. So. Das ist doch... Oh nein, das ist keine Tic-Tac-Turnier-Aufgabe hier gewesen. Es war einfach eine Aufgabe ohne Cappy. Und hier ist der Mond.
Oh Mann, ey. Da hat das Bild einen so richtig verwirrt. Aber so richtig, richtig verwirrt. Aber okay, gut. Dann haben wir das jetzt hier wenigstens geholt. Können wir noch in die Odyssey packen. Und dann vielleicht der nächste Part, schon der letzte Part. Ich weiß es natürlich nicht. Jetzt ist der Mond plötzlich blau. Ja, moin. Ich weiß es natürlich nicht, weil es blind ist. Aber es kann sein, dass der nächste Part der letzte Part ist. Von daher schaltet unbedingt ein. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.